Ich bin Steffi aus Parchim und ich engagiere mich hier für den Erhalt und den Wiederaufbau unserer Kinderstation. Seit 2 Jahren ist diese geschlossen. Ganz viel Personal hat auf einmal die Station verlassen und wir engagieren uns hier vor Ort für den Erhalt bzw. die Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Es ist jetzt fast genau 2 Jahre her, wo irgendwie aus dem Nichts heraus verkündet worden ist, dass unsere Kinderstation hier in Parchim geschlossen werden muss und auch erstmal nicht wieder aufgebaut werden kann aufgrund von Personalengpässen. Und natürlich haben wir das so nicht hinnehmen wollen, weil das irgendwie für uns zur Grundversorgung zählt, dass unsere Kinder und Jugendlichen gut versorgt werden können, und haben dann gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern hier natürlich dafür gekämpft, dass es zum Wiederaufbau kommt. Das ist bis heute nicht passiert, aber wir bleiben da dran. Ich denke, dass der Asklepios-Konzern wie so in vielen Bereichen einfach spart, am Personal sparen muss, auch aufgrund der Finanzierung des Gesundheitssystems. Es stellt sich ja schon die Frage, warum auf einmal 6 Personen die Station verlassen. Ne? Da steht ein bisschen mehr dahinter, als es haben sich alle unwohl gefühlt. Hier in Parchim hat eine junge, aktive Mutter eigentlich den Protest gestartet, so als Selbstbetroffene. Und da das eine Person selten alleine über einen Zeitraum wuppen kommen kann, haben wir als Linke verschiedene Anträge in die verschiedenen Parlamente, Stadt, Kreis und auch in den Landtag gebracht. Aber hier vor Ort hat die Linke die Proteste mitorganisiert, Mahnwachen, Demozüge. Da waren wir selbstverständlich immer mit dabei. Unsere Hoffnung und auch unsere Forderung ist natürlich der 24-Stunden-Betrieb hier in Parchim auch. Zurzeit ist es so, dass wir eine Notversorgung haben durch eine Ärztin gewährleistet, aber an 5 Tagen die Woche von 8 bis 17 Uhr. Das ist sehr ungünstig, weil es einfach nicht die Nächte und einfach alles nicht abdeckt. Natürlich sollte es in der Gesundheitsversorgung darum gehen, dass der Mensch an erster Stelle steht und nicht die Zahlen. Ja? Und das spiegelt sich hier auch im Schließen von Kinderstationen, Geburtenstationen wieder, dass eben das leider nicht der Fall ist.